Bon après-midi, Monsieur, Dame. Il faut cuisiner. Einen wunderschönen guten Tag. Ich lese das Berufsschulbuch der jungen Koch, die junge Köchin. Das ist dieses hier. Und ich bin angekommen in Hygiene 1 Mikroben. Vorher gibt es noch eine Einführung zu Hygiene. Hygiene. Hygiene bedeutet Lehre von der Gesundheit und Gesundheitspflege des Menschen. Allgemein wird Hygiene als Sauberkeit verstanden. Man sagt zum Beispiel unhygienisch und meint meist unsauber. Lebensmittelhygiene umfasst mehr, nämlich Ursachen, die zum Verderb der Lebensmittel führen, und Maßnahmen, um den Verderb zu verhindern. Damit dient die Lebensmittelhygiene dem Schutz des Verbrauchers und der Erhaltung seiner Gesundheit. 1. Mikroben, Microbes, Le Microbe auf Französisch. Dann gibt es hier einen roten Kasten. Die Begriffe Kleinstlebewesen und Mikroorganismen. Oder Mikroben bedeuten dasselbe. Mikroben. Hauptursache des Lebensmittelverderbs sind die Kleinstlebewesen. Wegen ihrer geringen Größe sind sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Erst die Vergrößerung durch das Mikroskop macht sie sichtbar. Obwohl die einzelnen Mikroben nicht zu erkennen sind, sind sie teilweise, erster Punkt, als Kolonien sichtbar, weil sie wegen der starken Vermehrung in sehr großer Zahl auftreten, zum Beispiel als Schimmel auf dem Brot. Zweiter Punkt, an Auswirkungen. An Auswirkungen erkennbar, zum Beispiel an schmieriger Wurst, riechendem Fleisch, gärendem Fruchtsaft. Morgen geht es weiter mit Vorkommen. Tschüss.